Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier gesehen von der Erde. Es ist gerade auf Steam, kostenloses Wochenende. Wir spielen wieder Deceive Incorporated. Ja, ich spiele wieder als Squire und so. Und ich habe keine Ahnung, warum das ich jetzt nicht auswählen kann, dass ich 3 gegen 3 gegen 3 spiele möchte. Eigentlich wollte ich jetzt 3 gegen 3 gegen 3 spielen, aber anscheinend ist es jetzt nicht zu sehen, aber egal. Wir nehmen Squire. Wie viele. Oh, verdammt. Nochmal. Ah, ich gucke einfach mal, wie viele Spieler hier sind. 3 Spieler. Okay. Oh, die haben das Visier geändert. Ja, er hat nicht mehr dieses dicke Visier. Dieses dicke Korn. Jetzt haben sie so eine Dreieck als Korn. So ein. Okay. Lässt sich etwas besser zielen. Okay, es ist Season 3 von Deceive Incorporated. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und ich spiele das Spiel. Ich habe das Spiel nicht gekauft, also ich weiß es nicht. Das ist nicht schlecht, das Spiel. Oh, jetzt kommen mir das Spiel da rein. Und ja, was müssen wir hier machen? Hier hacken und so. Daten sammeln, Tresorraum öffnen und so. Andere Agenten sehen, sie verkleiden und so weiter und so fort. Und hier ist ein Zug. Naja, okay, der schießt uns ab. Die haben das Visier verändert. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schaut euch mal an. Also, ich habe ja schon mal Let's Play darüber gemacht. Mehrere sogar. Da könnt ihr ja sehen, dass das Visier ganz anders aussah. Aber ja, okay. Oh, falsches Knopf. Ich wollte mal. Okay, ich wollte es auch nicht hacken aus der Entfernung, aber anscheinend hat jetzt die Operation begonnen. Also ist der retrofuturistisch ausgebaut. Oh, so viel Squire, was ist denn. 6! Wir werden immer mehr! 6 Squire! Und ich weiß gar nicht, ob wir im Team spielen oder gegeneinander. Operation Hardcell, okay, das kenne ich, mit die Map kenne ich. So. Okay. Haben wir Teamkollegen? Haben wir Teamkollegen? Okay, wir haben keine Teamkollegen. Oh, das ist jetzt sehr interessant. Okay. Also ich versuche jetzt mal damit. Aus der Ferne hacken sieht auch nicht. Ist auch nicht schlecht. Wow. 1-1. Jetzt stirbt doch endlich! Alter! Ja, geht doch! Teabaggen! Teabaggen! Okay. Der hat nicht viel zu. Nicht viel dabei, aber. Okay, den ersten Gegner haben wir schon erledigt, weil er sich so enttarnt hat und die Guards, die Wachen haben ihn verfolgt und so. Ja, du brauchst 5 oder. Oh, ich kann durch. Das ist Wachenraum. Wir müssen ja unsere Wache tarnen, sonst kommen wir ja, werden wir entdeckt. Ah, Schleichspiele, ne? Ich habe West Hunt und so schon angespielt. Das ist ein bisschen ähnlich. Nur im Wilden Westen und da ist das da halt gegen. Ja, es ist so schön. Cowboys gegen. Hier ist ein Tablet. Wow. Ist das ein Gegner? Was macht er? Das ist ein Gegner. Das war zu offensichtlich, selbst für mich, ey. Das war doch unglaublich, ey. Der hat sich so herumgezappelt. Hat sich das Ding einem. Wollte. Ah, ist für uns voll, Daten sind voll. Wollte wahrscheinlich die Schublade aufmachen und so. Da hat er herumgezappelt und bemerkt, dass es ein Gegner ist. Oh. Oh, 2 Kills schon. Das wird immer besser. Technikerraum. Oh, wir sind wieder falsch. Falsche Tarnung. Scheiße, meine Tarnung hier fliegt auf. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Okay. Ich guck mal ein bisschen hier herum. Ich weiß gar nicht, was. Ey, aktiviere die Tresorraum-Terminals. Okay, wir haben genug Daten. Wir können jetzt eigentlich. 2 Kills haben wir schon. Ich glaube B. Wir rennen mal ein bisschen. Ist ein bisschen auffällig. Oh, hier ist die war. Hier haben mich schon mal welche entdeckt. Ein paar Gegner.
Das war zu auffällig, der Typ. Tarniger Zivilist. Ja, ganz sicher nicht. Schon gar nicht hier bei den ganzen leider Menschenmasse. Den werde ich entdeckt. Bekannt machen. Terminalraum. Terminal wurde deaktiviert. Oh Mann, jetzt sind wir schon zu langsam. Okay, wo gehen wir hin? Okay. Tresorraumterminal. Wo ist denn da einer? Hä, wo ist denn hin? Wo ist B? Wo ist B? Also, das Munition nehmen wir mit. Ah, Munition voll. Okay. Munition voll. Okay, gehen wir A. Oh, jetzt wird hier wieder schon geschossen. Jawohl. Ha! Ich hätte mich nicht bewegen dürfen. Noch ein Gegner. Ah. Back hier. Tarnungsbeschleuniger. Voll habe ich schon. Scheiße. Okay. Die Daten nehme ich mal mit. Jetzt brauche ich Leben. Ah, hier. Als Hilfekasten. Drei Daten kann ich mir leisten. Wir haben Geld. Okay, so. Ah, da haben sie alle geduckt, weil jemand geschossen hat. Und ich habe mich erst auch geduckt wie die anderen und mich so tarnt und habe mich ein bisschen umher, bin ich ein bisschen gezappelt, habe ich dann ein bisschen und so. Und da hat er mich entdeckt. So, hier ist A. Oh, meine Güte, wo ist denn hier der Tresorraum? Ja, ich spiele das Spiel nicht oft, ne? Ich spiele es nur, wenn es kostenlos ist. Anleihen, Geld. So. Wo ist A? Was ist denn für eine Scheiße ist denn das hier? 13 Meter, 10 Meter, 9 Meter. Ist das draußen oder? Das Klavier spielt, obwohl da keiner ist. Hat die wohl schon nicht unsichtbar gemacht. Das könnte ein Gegner sein. Nee, ist keiner. Ich glaube hier durch. Öffnen wir. Wachenraum. Jetzt brauchen wir Daten. Hier war jemand. Die Schublade war aufgelassen worden. Hier war schon jemand. Der Tresorraumterminal wurde deaktiviert. Ah, es wird immer besser, ey. Wir haben hier. Wo ist denn der Tresorraum? Verdammte Scheiße nochmal! Ach, hier! Dahinter oder was? 8! Oder hier eine Schlüsselkarte, die habe ich nicht. Also Daten sammeln. Ich rück mal erstmal gucken, was hier so ist. Da sind Daten, die sammeln wir jetzt auf. Was Munition könnten wir auch gebrauchen. Ich habe mich alles verschossen für den Typen da, den ich nicht gekriegt habe. Okay, 8 Daten, so jetzt können wir zurückgehen. Sind ja auch noch Daten, die wir holen mit. So. Ich springe hier durch den. Okay, das ist offensichtlich, dass ich jetzt ein Gegner bin, aber. Ich habe jetzt mal gesprungen. weil ich eine Abkürzung brauche. So, wir können jetzt zur A gehen, ne? A. Wo wir letztens mal waren. Hier spielt das Piano von selbst. Ah, hätten wir schon geschossen. Komm mal mit. Hm.
wir wollen hier eine Schlüsselkarte oder 8 Daten, ey. Boah, wo ist denn A schon wieder, ey? Das ist ja ein Ding, ey. Ich habe die Map schon mehrmals gespielt, mindestens 3 Mal, und ich weiß immer noch nicht, wo alles ist. Daten sind voll, ihr könnt nichts machen. Ich renne jetzt einfach zu E, mal gucken, was da ist. Ja, das ist sehr verdächtig. Ah, meine Maus! Ich wollte jetzt abschießen. Ah, ich hab's gewusst, ey. Ja, jetzt hat er diese blöde Tür! Diese scheiß Tür! Hat er sich durch die Tür gerettet? Ja, geht doch! Das ist kein NPC, aber. So. Hat sich ein bisschen merkwürdig verhalten, aber jetzt haben wir schon mindestens 3 Kills gekriegt, weil die Leute sich so offensichtlich verhalten haben. Ah, ich kann mich auch eh, weil ich wieder Daten brauche oder eine blöde Schlüsselkarte, die ich nicht habe. 8 Daten, ey. Okay, ich dachte, es wäre ein Gegner, aber war nur ein NPC. Ah, hier. Nee, das ist keine Schlüsselkarte. Ist das ein Gegner? Wieso hockt er sich dahin? Nee. Waren alles keine Gegner. Okay. Ah, ich hab 8. Ich hab 10 Daten, ich darf durch. Ich darf noch eh. Jawohl, aber lange zum Hacken. Okay, ich habe falsche Tarnung. Aber hier ist niemand, wo ich die Tarnung klauen kann. Jetzt sicherer Stopp, maximale LP ein Speed. Okay, wir haben einen Tresorraum gefunden. Ja. Infiltrierung, so nächste Phase. Wir haben infiltriert, wir haben den Tresorraum geöffnet. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Oh. Aber das Spiel macht schon Bock. Heben wir hier mal raus, sonst ist es so offensichtlich. Die läuft an den Leichen vorbei, als ob nichts wäre. Wir gucken mal, was hier drin ist. Externe Festplatte. Erhöhte Datenkapazität. Ja, yeah, endlich kann ich mehr als 10 Daten aufnehmen. Endlich eine gute Festplatte. Ja, da ist auch ein Daten drin, so. Da ist nichts drin. So. Wir rennen jetzt hier durch. Zu offensichtlich als Gegner. Infiltriere den Tresorraum. Das machen wir doch jetzt. Bereits im Gesitz, okay. Hier runter springen wir sehr offensichtlich. Deswegen gehe ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Das hier. Ich glaube, da ist was Großes versteckt. Wir müssen jetzt hier den Tresorraum öffnen. Alter, wie kommt man hier runter? Ach, hier ist eine Treppe. Jetzt sehe ich gerade, es gibt ja einen Vorteil, wenn man als Wache spielt. Dann greifen die anderen Agenten eigentlich so schnell an, weil die ja zurückschießen können, die Wachen. Also das ist eine gute Tarnung eigentlich. Außen darf man überall rein.
Tresorraum betreten. 100. James Bond, immer da 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 da. Okay, wir sind drin. Wo sind hier die, wo ist der Koffer, den wir stehlen müssen? Scheiße, ich finde den Koffer nicht. Ja, viel zu groß hier alles. Boah. Jetzt brauche ich wieder blaue Schlüsselkarte. Habe ich die? Natürlich nicht. Ich habe eine grüne Schlüsselkarte, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht, ey. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Das ist ein Gegner, ne? Hat er sich geschildert, ey. Ja, Wache, hol die! Hol die! Erschießen! Oh, da ist noch mehr Gegner. Ah, das ist nicht auch nicht mich. Auf den Typen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist die Tarnung? Warum kriege ich keine Tarnung? Braucht Tarnung hier. Braucht Tarnung. Verdammt nochmal. Ah. Hab ich einen Gegner entdeckt, weil er herumgerannt ist und jetzt, verdammt nochmal, wo kommen denn die Schüsse her? Da sind Türen dazwischen. Wo bleibt die Tarnung? Ah! Jetzt komme ich durch diese blöde Schranke, ich erlaub's ja nicht hier. Meine Tarnung fliegt auf, verdammt, ich muss mich wehren. Der hat keine Waffe, dann lassen wir am Leben. Scheiße, wir sind im falschen Wachenraum hier. Kann ich mich tarnen als den Typen? Nein, natürlich nicht. Keine Munition mehr! Nein, Maus! Scheiß Maus! Nein! Scheiß NPCs! Nein! Da, hier kommt noch einer an! Noch einer! Ah! Ja, falsche Taste gedrückt! Ah. Nein! Falsch! Wieder raus! Scheiße, Tür zu! Scheiße! Nein! Oh. Alter, ey. Oh. Das lief so gut, ey. Ich hab fünf Leute erkannt als Gegner. Fünf atlantische Leute. Drei davon habe ich, glaube ich, eliminiert. Oh. Zuschauen. Alter, drei von eliminiert, ey. Ich hätte mich gerade sowas tarnen sollen, ne? Hätte ich da durchlaufen können. Na, das können wir zugucken. Ey, das ist auch eine scheiß Tarnung, ey. Wie geht das? Okay. Ich glaube, wer das Spiel mehrmals gespielt hat, weiß, dass da eigentlich keine Blume hingehört. Es kann auch sein, dass sie zufällig mal da auftauchen. Der hat den blöden Koffer. Extraktion. Alter! Was Wissenschaftler getarnt. Ah, hat die Tarnung nicht funktioniert, dann ging die Munition aus, konnte die NPCs nicht mehr abschießen. Oh. Der hat auch drei Schlüsselkarten, ey. Alter, ey. Dann geht die Maus, das wird meine Maus angezeigt, da konnte ich nicht zielen. Alter, das ist wie ein verbacktes Spiel, ey. Alter, ey. Aber das macht schon Bock. Vielleicht kaufe ich es mir, wenn ich wieder Geld habe oder so. Oh, das können wir nur noch zugucken.
Okay, das ist ein bisschen langweilig, weil er nicht rennt oder so. Ich würde rennen eigentlich und dann direkt nach zum Ausgang fliegen. Takeout Rumble 73. Alter, ey. Wir gucken nochmal, was. Ah, falscher Knopf. Squire. Heißt ja wirklich so, dass es wieder hier wie in Valorant, dass man da den Charakter tauschen kann. Ich weiß gar nicht, als was der spielerischen Agent. Ich glaube Squire, okay. Na gut, okay. Muting Time. Der hat den Koffer. Missionsbericht, mal gucken, was da steht. Das hatten wir schon. 23 Daten für Türen verwendet. Ich hatte keine Schlüsselkarte. Oh, hey, ich hab aufgestiegen. Schon wieder. Okay. Oh, Meistertitel gestiegen. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten sollen, aber hört sich nicht schlecht an. Okay. Zuschauen. Da rennen die dann dort, laufen die dann vorbei. Eigentlich müsste er schießt auf irgendwen, aber auf den Falsch, auf Muting Time. Na, der hat wieder Glück. Eigentlich ist es ein bisschen offensichtlich, dass ein Wissenschaftler läuft normalerweise nicht hier draußen herum. Hätten die ihn eigentlich sehen müssen, aber stattdessen hat er den Muting Time da angegriffen. Mit dem blöden Schild. Den hätte ich auch beinahe gekriegt, hätte er diesen scheiß Schild nicht aktiviert. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schild ist. Bekanntmachungsmission wird hier stattfinden, zentraler Hof. Jetzt kommt ein fliegendes Auto. Ja. Ja, Muting Time mit. Oh, Niederlage. Okay. Wissen wir schon, weil wir tot sind, ne? Squire. Oh, wer heißt du noch, der gewonnen hat? Ich hab schon wieder vergessen, ey. Ah, da steht Takeout Rumble 73, ja, Squire. Oh. Ich kriege wieder diese Animation hier. Meistertitel gestiegen. Squire. Was ist denn das für ein Gegenstand? Wird nicht mal angezeigt, ne? Okay, zurück zum Menü. Oh. Alter, ey. War das ein spannendes Game. Okay, wir haben nicht gewonnen. Warum ist es doch nicht so einfach aus? Dann kann ich nicht mehr im Team spielen. Irgendwie geht das gar nicht mehr hier. Na, okay. Das war's von mir erstmal. An euch danke fürs Zusehen. Das war Thief Incorporated. Gibt's kostenlos auf Steam für das Wochenende. Könnt ihr runterladen. Ist nicht schlecht, das Schleichspiel. Aber manche hatten sie wirklich sehr offensichtlich als Gegner verhalten. Als verkleidete Gegner, deswegen habe ich die erkennen können. Wir haben drei abgeschossen, das war nicht schlecht. Aber mir ging auch die Munition aus dadurch. Okay, das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Daumen hoch für euch fürs Zugucken. Hier kommt der. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ciao. Daumen hoch für euch. Tschüss. Whoop.